Servus Leute und willkommen zurück bei einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute möchte ich mal auf eine Instagram-Frage antworten, die ich bekommen habe vom lieben Monas. Ich blende die gerade mal ein. Und er schreibt: Hey Tom, erstmal großes Lob an alles, was du bisher erreicht hast. Ich sehe dich als einen Guru an und falls du etwas Zeit hast, würdest du mir vielleicht verraten, was deine Morgenroutine ist? Oder könntest du vielleicht irgendwann mal ein Video darüber machen? Irgendwann ist jetzt. Ich frage, weil ich finde, die morgendliche Routine entscheidet maßgeblich, wie der restliche Tag so abläuft. Mit freundlichen Grüßen, Monas. Coole Frage und da gebe ich auch sehr gerne Antwort drauf. Übrigens, wenn ihr Kontakt zu mir haben wollt, dann schreibt mir gerne über Instagram. Da bin ich eigentlich am besten zu erreichen. Und Morgenroutine ist in dem Sinne für mich ein spannendes Thema, als dass ich mir nie... Ja, nie ist gelogen, aber ich habe mir für meine aktuelle Morgenroutine aktiv keine Gedanken gemacht. So, das habt ihr jetzt vielleicht nicht erwartet, aber Morgenroutine ist was, was sich bei mir sehr natürlich etabliert hat. Also ich habe schon so ein Stück weit meine Routine, aber ich habe jetzt keine Routine, die ich mir gebaut habe nach einem System, wie man sie in irgendwelchen Persönlichkeitsentwicklungsbüchern sieht beispielsweise. Denn ich habe für mich festgestellt, dass jede Morgenroutine, die ich versucht habe zu etablieren, aus irgendwelchen Büchern beispielsweise, Blogartikeln, YouTube-Videos etc., hat für mich in dem Sinne nicht funktioniert, dass es irgendwie nicht zu meiner Persönlichkeit oder zu meiner Situation gepasst hat. Also es gibt verschiedene Komponenten, die mich da immer gestört haben. Also ich habe es immer geschafft, eine Morgenroutine durchzuziehen, so für 1-2 Wochen, aber danach ist es immer wieder abgebrochen. Und ich habe es nie wirklich verstanden und irgendwann habe ich es einfach mal gelassen, mir irgendwelche Routinen quasi als Blueprint irgendwo herzuziehen, sondern ich habe dann einfach meine eigene gemacht, mehr oder weniger. Und die habe ich bis heute, und die habe ich mir gar nicht so aktiv überlegt, sondern die hat sich einfach ergeben. Und das Witzige ist, dass sie aber trotzdem sehr viele Bestandteile enthält von den Dingen, die einem normalerweise in der Morgenroutine empfohlen werden. Aber ich habe es gar nicht so aktiv eingerichtet, versteht ihr? Und ich glaube, das kam dadurch zustande, dass ich mich schon sehr aktiv mit dem Thema Morgenroutine auseinandergesetzt habe. Und deswegen war es in meinem Unterbewusstsein und ich habe es dann einfach für mich langfristig geschafft, in einem System zu etablieren, wie es ja, für mich nun mal funktioniert. Also das war jetzt ein sehr langes Intro, sorry. Und ja, ich gehe in dem Zuge dann direkt auch gleich mal auf meine Abendroutine ein. Also ich muss erstmal sagen, dass meine Morgen- und meine Abendroutine echt nichts Spezielles sind. Also es ist eigentlich ziemlich basic. Also bei mir geht es morgens los, indem ich aufstehe, logischerweise. Aber hier sind wir schon beim ersten Punkt. Ich habe keine feste Zeit, zu der ich aufstehe. Viele Menschen haben das, aber ich habe für mich festgestellt, dass mich eine feste Zeit stresst, beziehungsweise, klingt jetzt ein bisschen abgehoben irgendwie, beziehungsweise ich mache mir zu viel Druck, wenn ich mir zum Beispiel sage, okay, du stehst jetzt dauerhaft um 6 Uhr, um 6.30 Uhr oder so auf, selbst 7 Uhr, 7.30 Uhr, einfach irgendeine feste Zeit. Das funktioniert bei mir in dem Sinne nicht, weil ich mich selbst, also ich bin zu selbstkritisch, wenn ich es nicht schaffe. Also wenn ich dann mal an einem Tag um 8 Uhr aufstehe, um 8.30 Uhr oder so, dann denke ich mir so, ah, hast du es wieder nicht geschafft, hast du dich selbst wieder im Stich gelassen, so in etwa. Das passt einfach nicht zu mir, deswegen stehe ich zu unterschiedlichen Zeiten auf und die Zeit, wann ich aufstehe, mache ich sehr stark davon abhängig, wie viel Zeit ich geschlafen habe. Also ich habe mich sehr viel mit dem Thema Schlaf und Schlafforschung auseinandergesetzt, habe da ein paar coole Podcasts dazu gehört, kann ich vielleicht auch mal einen verlinken unten, wenn ich es nicht vergesse. Und da ist es schon krass, wenn man bedenkt, was Schlafmangel mit Menschen macht. Also was allein die Korrelation beispielsweise zwischen Schlafmangel und Alzheimer beispielsweise, das ist heftig, wenn man sich das Ganze mal zu Gemüte führt. Und dann dachte ich mir so, okay, ich könnte jetzt mal immer ein paar Nächte 4, 5 oder 6 Stunden schlafen. Das würde ich auch überleben in meinen 20ern, aber es würde mir hinten raus entweder irgendwie ein paar schöne Krankheiten verschaffen, auf die ich keinen Bock habe, oder es würde einfach mein Leben verkürzen. Und ja, für mich war das irgendwie so eine Win-Win-Situation, weil ich auf der anderen Seite dann natürlich was für meinen Körper tue, indem ich wirklich jede Nacht schaue, dass ich 7 bis 8 Stunden schlafe. Und auf der anderen Seite stresst es mich, habe ich nicht den Stress,
dass ich immer zu einer gleichen Uhrzeit aufstehen muss. Versteht ihr? Und ich kann das relativ flexibel machen, weil ich jetzt mir am Morgen eigentlich mehr oder weniger aussuchen kann, wann ich anfange zu arbeiten. Das hat vielleicht nicht jeder, aber da muss jeder irgendwie sein System finden. Also Schlaf ist super, super, super wichtig. Genau, dann das Witzige ist, normalerweise sagt man ja, wenn man aufsteht, sollte man nicht direkt aufs Handy schauen. Ich schaue direkt aufs Handy, also weiß nicht, so bin ich einfach. Die ersten Sachen, die ich mache, ist meine Amazon-Sales zu checken, meine YouTube-Stats zu checken, meine Affiliate-Einnahmen zu checken. Und das ist ohne Scheiß das Erste, was ich am Tag mache. Und das Witzige ist, ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht, weil es mich motiviert. Also wenn über Nacht ein Sale reingekommen ist, wenn ich wenn YouTube gut gelaufen ist, das motiviert mich irgendwie direkt für den Tag und hat mir gezeigt, okay, dass die Taten, die du am Vortag gemacht hast, irgendwie cool waren. Also zumindest so unterbewusst, versteht ihr? Also da bin ich nicht so strikt, dass ich sage, man sollte nicht aufs Handy schauen. Also ich glaube, es gibt viele Menschen, die dann sehr schnell da rein verfallen, wenn sie ihre Mails checken oder Instagram checken oder so, dass sie ein bisschen drauf hängen bleiben und dann morgens zu lange am Handy sind und dann der Rest der Morgenroutine quasi zu gestresst ist. Bei mir ist das relativ schnell, weiß nicht, 2-3 Minuten oder so, dann lege ich das Handy auch weg, mache mir Musik an am Handy, also erst mache ich Musik an, dann lege ich das Handy weg, weil ich kann mich ziemlich gut über Musik motivieren, also bei mir läuft dann meistens ein bisschen, weiß nicht, wenn ihr so Basketball, Hip-Hop, R&B-Playlists, sowas in die Richtung geht dann bei mir an. Und ja, das motiviert mich einfach aufzustehen und dann stehe ich auf, gehe ins Bad und im Normalfall, also wenn ich so einen typischen Tag jetzt erzählen würde, wasche ich mir die Haare. Also ich gehe nicht duschen, sondern ich wasche mir wirklich nur die Haare, weil, also wenn ich morgens aufstehe, müsst ihr mal sehen, wie ich aussehe. Ich muss mir die Haare irgendwie waschen und stylen. Das mache ich und dann setze ich mich nämlich aufs Fahrrad und fahre in die Webagentur, wo ich ja als freier Mitarbeiter im Online-Marketing arbeite. Und das ist eine Strecke von 30 Minuten. Und deswegen wasche ich mir meistens nur frühst die Haare. Wow, ich fühle mich gerade wie so ein Beauty-YouTuber. wasche mir nur frühst die Haare, fahre dann 30 Minuten Fahrrad mit Steigung am Ende. Das heißt, ich bin sowieso übelst verschwitzt, wenn ich da ankomme. Dusche dann im Büro. Damit habe ich dann quasi einmal die gesamte Körperhygiene abgedeckt. Also einmal den Kopf und einmal den Körper. Ich merke gerade, dass das ziemlich interessante Einblicke sind, die ihr in mein Leben bekommt. Und auf dem Weg in die Webagentur höre ich meistens einen Podcast. Also das ist schon was, was ich eigentlich regelmäßig mache. Also eigentlich fast jeden Tag, dass ich mir einen Podcast anhöre, meistens von Gary Vee. Also Gary Vaynerchuk ist ja für mich das Idol schlechthin. Und der lädt auch so viel Content hoch, dass man sich eigentlich den ganzen Tag Content von ihm anschauen kann und man, ja, man würde nie auslernen. Also einem würde der Content nie ausgehen. Das mache ich. Das heißt, wenn ich meine Morgenroutine so betrachte, dann mache ich sicherlich nicht alles so, wie es jetzt empfohlen wird in irgendwelchen Büchern, aber was ich auf jeden Fall mache, ist, ich mache Sport morgens, also eigentlich fast jeden Tag, weil ich immer mit dem Fahrrad morgens irgendwo hinfahre. Im Normalfall, ich höre einen Podcast, das heißt, ich stimme mich auch direkt richtig mental ein. Ich frühstücke morgens nichts tatsächlich. Das ist aber auch dem geschuldet, dass ich gerade in der Diät bin für den Sommer. Da mache ich Intermittent Fasting, das heißt, ich fange einfach erst relativ spät an zu arbeiten. Was ich auch empfehlen kann tatsächlich, weil man einen sehr klaren Kopf hat, wenn man morgens nichts isst. Also für viele Leute ist es wahrscheinlich relativ natürlich, weil sie sowieso morgens nichts essen. Aber mir ist es dann wirklich so, ich esse morgens nichts. Das Erste, was ich zu mir nehme, ist ein Kaffee, wenn ich dann im Büro angekommen bin. Und dann fange ich das erste Mal an zu essen, so um 15 Uhr ungefähr, 16 Uhr, mit einem Eiweißshake meistens und einem Apfel und einer Banane, also was relativ Kleines. Und dann kommen wir auch schon zu meiner Abendroutine, also wenn ich dann fertig mit Arbeiten bin, mit YouTube-Videos schneiden, mit Instagram etc. Dann gehe ich meistens noch zum Sport, also sofern ich gesund bin, gerade bin ich ja leider noch ein bisschen krank. Das heißt, ich gehe entweder laufen, also joggen, oder ich gehe ins Fitnessstudio, also das eigentlich jeden Tag eins von den beiden, immer im Wechsel, also quasi montags laufen, dienstags Fitnessstudio, mittwochs laufen, donnerstags Fitnessstudio, so in etwa. Und das heißt, ich mache Sport und nach dem Sport gibt es dann eine riesige Mahlzeit zu essen. Also das ist meistens echt relativ viel, was ich mir dann mache, weil ich ja über den Tag nicht viel gegessen habe und natürlich noch ein paar Kalorien brauche dann am Abend. Und
Während ich dieses Essen zu mir nehme, schaue ich YouTube-Videos. Also das ist dann eigentlich so der Punkt, wo der Tag für mich mehr oder weniger abgeschlossen ist nach dem Sport. Also da schaue ich mir dann noch ein paar Unterhaltungsvideos an. Ich schaue jeden Tag beispielsweise das Video von JP Performance. Ist ja ganz cool, der lädt ja fünfmal die Woche was hoch. Ja, schaue dann abends einfach noch so 3, 4, 5 YouTube-Videos, um quasi einfach runterzukommen. Und dann lege ich mich schlafen, wenn ich fertig gegessen habe. Also nach dem Essen bin ich meistens noch so eine halbe Stunde, Stunde wach, weil ich könnte, glaube ich, nicht direkt danach schlafen, weil so viel, wie ich mir abends reinfahre, da ist der Magen so voll, dass er dann erstmal verdauen muss und dann hat euer Körper einfach so ein Problem zu schlafen mit einem so vollen Magen. Genau, dann schlafe ich und dann geht es am nächsten Morgen schon wieder los. Und ich glaube, was mir sehr hilft, am Morgen motiviert aufzustehen, ist, dass ich echt noch bis sehr spät in den Tag rein mir Content zuführe, der mit, also im Bereich Motivation, Unternehmertum, Amazon FBA etc. zu tun hat. Also abends bei den YouTube-Videos schaue ich nicht nur Unterhaltungsvideos, sondern auch immer noch so 1, 2 Videos so im Business-Bereich. Und ich glaube, dadurch, dass ich mich noch sehr spät mit den Themen auseinandersetze, dann schlafe und morgens wieder aufstehe, bin ich direkt morgens wieder so, also zumindest so unterbewusst, glaube ich, ein Stück weit motiviert. Ja, und das ist es soweit zu meiner Morgen- und Abendroutine. Also das ist jetzt mal ganz ehrlich gewesen, wie es bei mir normalerweise abläuft. Und es ist nichts super Besonderes, muss man sagen. Also es gibt sicherlich Leute, die machen viel krassere Sachen und lesen morgens schon irgendwie ein halbes Buch und trinken einen bestimmten Tee mit irgendwelchen Essenzen drin, machen Yoga, meditieren etc. Mache ich alles nicht. Also ich habe in Zügen sicherlich sehr intelligente Dinge, die ich tue über meinen Tag, wie beispielsweise morgens direkt Sport machen, morgens nichts essen, um einen klaren Kopf zu haben, dass der Körper nicht damit zu tun hat, zu verdauen. Ich schlafe meine 7 bis 8 Stunden am Tag. Ich glaube, ich mache schon relativ viel richtig, auch mit dem vielen Content, den ich über den Tag konsumiere. Aber es gibt sicherlich immer noch Verbesserungspotenzial. Aber ich denke, damit habe ich die Frage mal beantwortet, wie denn so meine Morgenroutine aussieht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht konntet ihr ein paar Sachen rausziehen. Ich möchte an der Stelle übrigens nochmal sagen, dass es jetzt nicht der heilige Gral ist und keine Empfehlung, dass auf jeden Fall das die perfekte Morgenroutine ist. Ich denke, das habt ihr auch mitbekommen, dass ich das gar nicht sagen möchte. Das heißt, denkt das bitte nicht. Und ja, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie eure Morgenroutine so aussieht. Vielleicht kann ich ja noch was von euch lernen. Vielleicht habt ihr einfach ein paar coole Hacks, ein paar coole Tricks, Gewohnheiten etc., die ihr mit mir teilen wollt. Und vielleicht suche ich mir da ein bisschen was raus, probiere das mal aus. Und vielleicht, ja, werde ich dann auch noch besser in meiner Morgenroutine. Also genau, das soll es gewesen sein von dem Video. Ich hoffe, es war cool für euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.